man kann es, glaube ich, auch so wirklich auswerten. Also 33 Gegentore, wenn ich mir das hier so angucke, ist einfach mehr als wir wahrscheinlich sonst in allen anderen Spielen bekommen. Wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Deckung dieses Jahr. Und 26 Tore sind dann halt auch einfach zu wenig. Also wir haben jetzt schon länger Probleme im Angriffsspiel. Und detailreicher kann ich das jetzt noch nicht so genau sagen. Also auch wenn die immer mal irgendwie Formschwächen jetzt schon gezeigt haben, wissen wir, wie stark die sind. Wir haben die keinesfalls unterschätzt, weil in der Lage sind wir auch überhaupt nicht. Wir haben jetzt mehrere Spiele verloren, bei uns läuft es auch nicht so rund. Und wir wissen, dass das ein Top-Team ist. Also auf jeden Fall wussten wir, dass das auf uns zukommt. Mitnehmen können wir auf jeden Fall was, wie wir es immer machen. Wir machen Videoanalyse. Ich denke, dass wir schon ein paar positive Ansätze gezeigt haben, auch wenn das jetzt blöd klingt bei einer Niederlage von 7 Toren. Aber prinzipiell bereiten wir uns immer gleich vor. Klar, das Feuer wird noch mal größer, weil wir wissen, wir müssen langsam mal was zeigen und wir wollen das natürlich auch zeigen. Das ist vielleicht der einzige Aspekt, aber sonst bereiten wir uns wie immer gewissenhaft vor. Das sind die gleichen Probleme, die uns in den letzten Spielen schon das Genick gebrochen haben. Wir haben wieder sehr, sehr viele Tempotore bekommen. Und selber, ich glaube, sogar weniger gemacht. Das kann als Heimmannschaft eigentlich so nicht sein, dass du das Tempoduell verlierst. Gerade wir haben statistisch die beste Abwehr der Bundesliga. Und da müssen wir verhindern, dass wir vorne so viele technische Fehler machen und dann eben 1-0-Konter bekommen. Denn wenn die Mannschaft, die Gegner im normalen Positionsangriff sind, dann sind wir meist besser. Und das schaffen wir aber leider zu wenig. Die Löwen gehören zu den Top 4, Top 5 der Bundesliga. Das ist das Kaliber, wo wir mal irgendwann hin wollen. Und wir haben im Hinspiel gezeigt, dass die Löwen uns eigentlich liegen als Team. Ich habe heute auch was anderes erwartet. Ich habe auch ein anderes Ergebnis erwartet. Vielleicht nicht, dass wir einen Heimsieg unbedingt holen, denn davon kann man nicht ausgehen gegen ein Top-Team. Aber dass wir ein besseres Spiel zeigen, weil die Löwen uns, ja, wie gesagt, als Gegner eigentlich ganz gut liegen. Und sie haben es. Ja, sie haben es heute gut gespielt. Gerade Andi Schmid am Anfang hat sehr stark mit Yannick am Kreis zusammengespielt. Wir haben zu viele Tempotore bekommen. Unser nächstes Spiel ist, glaube ich, schon am Mittwoch in Kiel. Es geht also relativ zügig, was wir uns dann Positives mitnehmen. Das werden wir uns im Video angucken. Es gibt nicht nur Schlechtes in dem Spiel, natürlich nicht. Es gibt auch immer was Gutes, wenn man verliert. Genauso gibt es auch was Schlechtes, wenn man gewinnt. Das werden wir analysieren. Da kann ich es aber tatsächlich jetzt nach dem Spiel nicht sagen. Ich war heute mit unseren Torhütern, wie eigentlich immer in der Saison, kann man immer zufrieden sein. Und unsere Abwehr, müssen wir dann was machen gegen Kiel, da kommt ganz schön Feuerpower. Aber vor allem im Angriff müssen wir da ein bisschen cleverer einfach sein gegen Kiel. Ich weiß im Moment echt nicht. Also ich weiß, dass wir viele Probleme vorne haben, also im Angriff, schon seit ein paar Spielen. Wir machen viele technische Fehler und kriegen ganz viele Tempo-Gegenstoß-Tore. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt wegen Fehlwürfen oder technischen Fehlern, aber heute kriegen wir in den ersten 10 Minuten 5 Tempotore. Und die Löwen haben das Spiel im Griff seitdem. Und ja, sie fehlen mit 6 Toren oder so in der 10. Minute. Und so ein Team wie die können das bis zum Ende des Spiels kontrollieren. Die lassen uns nicht mehr rankommen. Ich glaube, wir kommen auf 3 Tore ran oder so in der zweiten Halbzeit. Aber dann klappt es wieder nicht. Also klar, also auf dem Papier, die sind das bessere Mannschaft als wir, aber nicht so viel besser, dass wir, wie gesagt, dass die uns ab der 10. Minute kontrollieren. Offiziell sind sie besser, aber nicht so viel besser. Wir haben auch dort gewonnen dieses Jahr und vor 2 oder 3 Jahren dort unentschieden gespielt. Und immer knappe Spiele, also seit ich hier in Leipzig bin, das ist das 3. Jahr jetzt, wir haben immer knappe Spiele gegen die gespielt. Und auch, wie gesagt, einmal zu Hause gewonnen, einmal auswärts gewonnen, einmal auswärts unentschieden, hier mit einem Tor verloren oder so. Auch Hock verloren, glaube ich, mal. Aber ja, die liegen uns eigentlich, aber heute war das nicht so. Klar. Also schade. Also ich kann jetzt die Jungs nichts vorwerfen, jeder hat alles gegeben. Wir haben gekämpft, aber etwas funktioniert nicht. Also wir analysieren das brutal. Also ich meine, wir zeigen uns ganz ehrlich, wo Fehler sind, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir besser sein können. Und natürlich in dem Spiel war auch nicht alles falsch. Also wenn man Spiele verliert, ist nie alles schlecht, nie alles gut. Und wir haben auch gute Sachen heute gemacht. Zum Beispiel Julius kommt rein und macht, glaube ich, 4 Tore oder 5 Tore nach etwas längerer Verletzung. 6 Wochen oder so war der weg. Das ist auch ein positives Zeichen. Und ja, hoffentlich haben wir im nächsten Spiel auch Marco wieder dabei. Und dann, ich hoffe, wir können ein besseres Spiel liefern in Kiel als heute hier in Leipzig. Da gibt es, denke ich, viele Punkte, an denen wir arbeiten müssen.
Ich denke, hauptsächlich lag es daran, dass wir 33 Gegentore bekommen haben zu Hause bei uns durch ein Tempo von der Flügelzange von den Löwen, die wir schlecht bekämpft bekommen haben. Am Ende sind es 26 Tore von uns, das ist, denke ich, okay. Eine ordentliche Angriffsleistung und ja, 33 Gegentore zu viel. Also ich glaube, bei den die Löwen darf man nicht unterschätzen. Sie haben genau das gezeigt, was sie hier zeigen müssen. Am Ende waren wir nicht da, wo wir hin wollten. Und wir wollten definitiv das wiederholen aus dem Hinspiel in Mannheim. Und das ist uns wieder nicht gelungen, leider. Das Positive, dass wir trotzdem, ich finde, wir hatten gute Rückraumaktionen. Ja, 26 Tore, habe ich ja schon gesagt, ist okay. Und dann auch, denke ich, haben wir jetzt 2 Tage Trainingszeit. Und da werden wir das Negative wieder aufarbeiten müssen, absprechen und dann korrigieren.